Wunderschön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und es ist schon so lange her und es wird mal wieder Zeit für japanische Werbung. Ja, es ist schon echt lange her und deswegen habe ich mir gedacht, wir machen mal wieder React auf japanische Werbung und ich habe hier Kopfhörer, die kein Plastik mehr dran haben, also diese Gummistoffdinger, ihr kennt das und die stecke ich mir jetzt einfach mal in die Ohren. Ah, jetzt wird hier jemand ins Hörbuch rein. Das Video ist mal wieder von Japan Thing und ich habe mir gedacht, ich gehe jetzt mal von den neuen aus. Also ich mache mal die neuen Werbungen, wir rollen nicht immer von hinten auf, sondern wir nehmen jetzt die aktuellen Werbungen, die gerade in Japan laufen. Ich hoffe, ihr habt Bock. Wir starten in 3, 2, 1, let's go! Ich weiß nicht, ob ich die Lautstärke passen gemacht habe. Oh ja, oh lecker, lecker! Ja, vor allem, die haben immer Limo und Schnaps drin. Mushishi. Es ist anscheinend gegen Motten, würde ich mal pauschal sagen, oder? Donutschünger, Matcha-Cha. Ponderinger, Matcha-Cha. Das Ding ist, es sieht geil aus, als es schmeckt. Mir hat es nicht so gut geschmeckt, aber grüner Tee ist generell schon geil. Sieht aus wie Disneyland in billig, ohne Lizenzen. Wir haben ein bisschen Pac-Man, wir haben ein bisschen Kiss, ein paar Sumo-Ringer. Sumo-Ringer. Oh, okay, es ist Lotto. Das ist eigentlich ganz lecker gewesen, normalerweise. Oh, oh Gott, sieht das lecker aus. Wenn die aufschaut hat, oh, da ist der drin! Oh, das sieht voll gut aus, das ist niemals so gut. Oh, lecker, ich liebe es. Ich liebe es, diese Schinken ist zwar nicht so ein Schinken wie bei uns, aber immer das Ei drauf, das sind wir normalen Cheeseburger dort, ne, auch. Die haben immer Ei dabei. Weniger Fleisch, mehr Ei und so. Ah, ein Weichspüler. So weit bin ich auch schon mit Waschbüro. Yoshi's Dolly Ball. Ball, toll. Leon. Sieht lecker aus, das wollen die ja noch anfangen. Und? Hä? Jetzt? Es ist heiß! Mutter, du hast gelernt zu kochen! Man kann es aufwärmen! Es wird auch warm! Ich glaub's nicht! Mach die Geheimnisse dran! Salz! Das ist Miso oder so. Okay, ich glaube, es schmeckt sogar wirklich geiler. Wenn ich in Japan bin, gucke ich mal, ob ich das sehe, ob ich das mitbringe. Guriko, das sind die Mikado-Stäbchen machen. Missy, Beste! Nissin, gib mir Geld! Nissin, gib mir Geld! Kann man jemand Nissin anschreiben? Nissin ist ja die Besten. Guck, mach den Dreck weg! Und grün, von grün auf weiß. Ja. Und wieder. Denkt sich Colin? Grand Blue, Frankenstein. Die nehmen immer irgendwelche geilen Charaktere mit rein, ne? Letztens war es Fate, das weiß ich noch. Damit machen die Kohle. Okay.
Der Typ da ist. Traurig. Aber die haben scheiße geschmeckt. Die hatte ich doch schon mal da. Die habe ich in Japan mitgebracht sogar. War nicht so geil. Oh nein, Coca-Cola hat wieder... Ah, die haben wieder geile Lieder. Ah. Russian Olympia. Hey! So geil, keine Ahnung, was ging. So geil. Okay, was denkt ihr, um was es da geht? Schreibt es mal in die Kommentare. Sportshop. Rautomar. Oh, Nivea Creme. Die kenne ich doch noch von der Nivea Creme. Oh Gott. Schreibt mal irgendjemand, der noch, sich noch an diese Werbung erinnern kann, die ich habe parodiert. Was für eine fancy Musik dazu. Oh Mann, ey. Krass. Leute, das war mal wieder richtig geil. Ich habe richtig Bock. Vielen Dank fürs Zuschauen und ich bin der Meinung, ihr dürft mal entscheiden, was kommt denn am Sonntag raus? Kommt am Sonntag entweder nochmal eine japanische Werbung oder kommt da, was kann man nochmal? Unboxing. Ich habe noch Unboxing von Loot Anime da. Können wir auch noch machen. Ich würde sagen, ihr stimmt mal oben ab und lasst es mich wissen. Ich freue mich auf Sonntag. Danke, dass ihr eingeschaltet habt und sayonara. Ciao.